12, schreibt sie uns. Landunter hieß es auch am Freitagmorgen wieder in der Elsfleter Innenstadt. Ein Teil der Peterstraße stand wie in den beiden Tagen zuvor erneut komplett unter Wasser. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren waren wieder schnell vor Ort, um das Wasser abzupumpen, welches die Kanalisation nicht mehr aufnehmen konnte. Es blitzte und donnerte heftig bereits am Mittwochabend. Dieses Unwetter sorgte auch in Elsfleth dafür, dass zahlreiche Straßen überschwemmt wurden und Keller unter Wasser standen. Insgesamt kam es im Bereich der Stadt Elsfleth laut Ortsbrandmeister Wilfried Eggers allein von Mittwoch auf Donnerstag zu 12 unwetterbedingten Einsätzen.